Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Assassin's Creed 3. So, wir sind jetzt hier aus der Taverne draußen und sollen uns jetzt hier wieder mit der Trullala treffen. Und das machen wir dann jetzt auch. Und dafür würde ich sagen, schnappen wir uns hier auf jeden Fall mal so ein Pferd. Jawohl, können wir uns sogar nehmen. Wunderbar. So, das heißt, wir geben hier ein bisschen Kette. Ja. Und dann wollen wir mal kicken, dass wir da zu der Indianersfrau kommen. Und dann schauen wir mal, da müssen wir ja dann diesen komischen Typen, dessen Name jetzt entfallen ist, töten. Auf jeden Fall der Anführer der ganzen Saubande hier. Ausdauer von Pferden. Schnelles Galoppieren kostet das Pferd viel Ausdauer. Reiten Sie normal weiter, damit das Pferd wieder Kraft sammeln kann. Okay. Gut zu wissen. So. Jetzt müssen wir hier irgendwie einen Weg finden, über den Fluss drüber wegzukommen. Weil ich glaube, das Pferd kann... Ups. Hey, cool. Das Pferd kann, glaube ich, nicht schwimmen. Aber da wird es ja wohl irgendwas geben, ne? So. Haben wir jetzt hier schon irgendwas? Ansonsten laufen wir gleich zu Fuß weiter. Aber es müsste eigentlich... Ach, da vorne sind wir ja auch gleich schon. So. Na. Da wollte ich eigentlich gar nicht drauf. So, und jetzt gehen wir mal Kette hier. Sporn geben, Pferd. Oder kannst du schon wieder nicht? Doch, jetzt kann er. Ups. So, und da sind wir auch schon angekommen. Also ein bisschen weiter Weg, aber naja, wofür gibt's Pferde, ne? Absitzen. Sequenz 3, der Teufel steckt im Detail. Nutze den Schneesturm, um dich zu tarnen. Hast du etwa Zweifel? Das nicht. Aber ich muss vorsichtig vorgehen. Geh schon, los. Ich halte von hier Ausschau. Okay, dann wollen wir das mal machen. Rote Bereiche auf der Minikarte sind militärische Sperrgebiete. Ich verstecke mich in den Karren. In den Karren? In welchen Karren? Welchen Karren meint er? Da vorne. Schnell. Renn da. Oh yeah. Boah, das hat ja noch mal gerade so geklappt. Oh, Wache. Habt ihr eine Ladeliste? Wenn ihr wünscht. Mal sehen. 2 Fässer Salz, 12 Pfund Schwein, 10 Pfund Rind, 17 Eier, 16 Pfund Käse. Nicht aus Frankreich, keine Sorge. 5 Flaschen Whisky, 2 Dutzend Uniformen, Stiefel und Leder zum Flicken, Decken, Karren mit Pferdestroh. Was noch? Das war's. Mehr habe ich nicht. Puh. Gut, der kontrolliert zum Glück nicht. Das heißt, wir können hier locker flockig rein. Das ist schon mal sehr gut. Diese Kanonen sehen nach Ärger aus. Vielleicht sollte ich sie sabotieren. Die Offiziere belauschen. Okay. Offiziere stehen da vorne. Und wir sollen Kanonen sabotieren und am besten niemanden töten. Gut, der bleibt hier stehen, das heißt, wir gehen hier raus. Dann wollen wir uns das Ganze hier mal angucken. Versteckt euch mal! Alter, Hessen! Welchen Grund nennt ihr hier? Er sagte, eine diplomatische Lösung sei gar keine Lösung. Die Franzosen abziehen zu lassen, verzögere nur den unausweichlichen Konflikt. Oh, welchen wir derzeit die Oberhand hätte. Das mag er sogar. So ungern ich es zugebe. Dennoch sieht er nicht, wie töricht das ist. Es behagen sich. Alter, da haben wir auch verflucht Glück gehabt jetzt.
Wir müssen immer in diesem Radius bleiben. Ich möchte keine Mutter oder Witwe die Todesnachricht bringen, nur weil Bulldog sich etwas beweisen musste. Wo ist der General jetzt? Er sammelt die Truppen. Und dann zieht er nach Fort Duquesne für mich. Oh oh. Scheiße, Mann! So kurz vorm Ziel. Na, Mann, ey. Diese Kanonen sehen nach Ärger aus. Vielleicht sollte ich sie sabotieren. Ich verstehe auch nicht so ganz. Hier versteckt er sich und da vorne anscheinend nicht mehr. Schnell rüber. So. Jetzt versteckt er sich. Kein Waffenstillstand. Verdammt! Warum, George? Welchen Grund nannte er? Er sagte, eine diplomatische Lösung sei gar keine Lösung. Die Franzosen abziehen zu lassen, verzögere nur den unausweichlichen Konflikt, in welchem er derzeit die Oberhand hätte. Das mag ja sogar stimmen. So ungern es zugebe. Dennoch sieht er nicht, wie töricht das ist. Es behagt mir sicherlich auch nicht. Weil weg von der Heimat unsere Truppen verteilt. Und ich fürchte, Braddock Rutgers macht ihn leichtsinnig. Sind seine Männer in Gefahr? Ich möchte keine Mutter oder Witwe die Todesnachricht bringen, nur weil Bulldog sich etwas beweisen musste. Wo ist der General jetzt? Er sammelt die Truppen. Und dann zieht er nach Fort Duquesne, vermutlich. Letztendlich. Der Marsch nach Norden wird dauern. Eine Abschrift der Pläne liegt im Kommandofeld, falls Sie sie sehen möchten. Ich bin wirklich gespannt. Diese Karte wird sicher nützlich sein. Ich muss sie finden. Gut. Meine Güte. Gar nicht mal so leicht. So, das heißt, wir müssen jetzt die Karte sammeln. Die liegt da vorne anscheinend. Und wir müssen die Kanonen sabotieren. Und wie sollen wir die Karte sammeln, ohne dass wir hier den Typen killen? Und wir sollen da anscheinend nicht killen. Zumindest optional. Eine Ablenkmöglichkeit gibt es, glaube ich, soweit es geht auch nicht. Also komm. Scheiß drauf auf die optionale. Hier können wir was stehlen. Das ist die Karte. Gut. Der Zone entkommen und anonym werden. Das machen wir, aber... Ich will auf jeden Fall die Kanonen sabotieren, weil ich denke, dass da vielleicht noch hinterher was mit zusammenhängen könnte. Weil sonst wären sie ja nicht hier, ne? So, das ist Nummer 1. Dann machen wir zumindest die Hälfte an optionalen Dingern. Kriegen vielleicht noch ein paar extra Punkte dann. So, und hier dürfen wir uns auch nicht erwischen lassen, irgendwie. Da kommt die Wache wieder. Und dann müssen wir warten, bis die weg ist. Würde ich sagen. Und dann laufen wir daher. Die scheinen die ganze Zeit da vorne einfach nur so auf diese Holzplanke zu gucken. So, jetzt. Bisschen schneller laufen. Gut. Da ist auch wieder eine Patrouille und hier steht, glaube ich, auch noch einer, richtig? Oder sind das die zwei da oben? Scheinen die zwei da oben zu sein. Hast du gedacht, ey. Mann, Mann, Mann. Oh oh. Bitte seh uns nicht. Ich glaube, der sieht uns, oder? Nein. Puh. Komm. Du gehst jetzt auch drauf. Scheißegal. Wir haben eh schon jemanden gekillt, also ist der auch nicht mehr so wichtig. So, und jetzt raus hier. Ist die Wache, der guckt nach da vorne. Perfekter Zeitpunkt. So. Jetzt weg hier. Einfach nur noch weg. Puh. Mit Kaniotto oder wie es auch immer heißt, sprechen. Gucken, wo ist die Dame? Die ist da. Gut. Und wir können, glaube ich, immer noch entdeckt werden. Das heißt, wir gehen jetzt hier schön außen rum. Nicht, dass wir hier noch gleich Stress wieder kriegen. So. Mann! Komische Mission, wirklich.
Aber wir haben es geschafft, liebe Freunde. Wie sieht's aus? Braddock ist fort, um Truppen zu sammeln. Sie marschieren nach Fort Duquesne. Aber es dauert, bis sie bereit sind. Wir haben Zeit, etwas zu planen. Nicht nötig. Wir lauern ihm auf, hier in Flussnähe. Geh und hol deine Leute. Ich hole die meinen. Ich lasse dich wissen, wenn es soweit ist. Na denn. Bekanntheitsgrad, sie sind jetzt inkognito. Okay. 125 von 170. Egal. Hauptsache geschafft. Gut, dann gucken wir jetzt mal auf die Map. Dann müssen wir nach da oben. So, dann wollen wir uns da mal auf den Weg hin machen. 602 Meter, wo sind die Pferde, wenn man sie braucht? Oh, Backe, Backe, Backe. Ärgert mich ein bisschen, dass ich gerade erwischt worden bin beim ersten Mal. Nur weil mein Spielecharakter hier nicht richtig in Deckung gegangen ist. So, jetzt haben wir eine Straße. Jetzt können wir ein bisschen Kette geben. So ein Pferd wäre natürlich auch trotz alledem immer noch was Feines. Aber haben wir ja nun mal leider nicht. So, ein bisschen schwimmen gehen hier im tiefsten Winter. Ist ja auch gar nicht kalt. Und hier haben wir doch wieder ein paar Wohnhäuser. Da sind doch vielleicht sogar ein paar Pferde. Wäre natürlich sehr von Vorteil. Was haben wir denn hier? Oh, schickes Dorf. Pferd wäre mir jetzt echt sehr recht. Aber die scheinen alle ein bisschen arm zu sein hier. Leben auch so ein bisschen in Zelten. Das im tiefsten Winter. Oh, 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 oh. Das ist wirklich, glaube ich, hier so das Armutsviertel. Und in dem Armutsviertel sind dann, ja, Schwein höre ich jetzt gerade, aber ich will doch nur ein Pferd. Gib mir ein Pferd. Hund kann es behalten. Naja, haben sie anscheinend nicht, also weiterlaufen. Soweit es geht, hier versuchen gut durchzukommen. Ach Gott, so, hier haben wir wieder ein bisschen Straße. Können wir auf jeden Fall schneller latschen. So, jetzt hier rüber. Gehen wir hier noch hoch. Jawohl, gut. Yosubi, dann haben wir es ja fast. Und hier hoch. Jawohl. Ein bisschen Überblick verschaffen. Die Patrouille sollten wir besser nicht begegnen. So. Den Karren könnte man auch fahren. Dann, wenn man mal AFK geht, dann setzt man sich einfach in den Karren und dann ist man auch am anderen Zielort. So, jetzt haben wir es ja endlich geschafft. Wir sind angekommen. Das sieht wieder aus, als wenn wir wieder zu dieser Taverne müssten, ne? Das Dorf hier, das kennen wir ja auf jeden Fall. Und hier kommen wir ja quasi. Und jo, das müsste die Taverne sein. Jo, das ist die Taverne. Na. Gut. Dann gehen wir da mal rein und gucken, was die von uns möchten, ne? Fünf Monate später. Und laut unser Totengesang. Hört, hört! Harte Arbeit, wie ich sehe. Wie bist du? Es ist soweit. Wir lagern nördlich von hier. Triff mich dort.
Gentlemen, lasst uns gehen. Jetzt war es zu kalt. Jetzt ist es verdammt heiß. Schwül dazu. Einziger Sumpf, sag ich euch. Dazu schweigen von den Moskitos. Wetter und Ungeziefer sind bald schon unsere geringste Sorge. Was? Ihr meint die Bulldogge? Ha, bitte. Er wird gar nicht wissen, was ihm geschieht. Wo ist der gute Lee schon wieder hin? Zurück zu Braddock, seinen Dienst ableisten. Ich vermute mal, Bulldog war nicht begeistert nach unserer Nummer. Lee wird ihm erzählen, ich sei unfähig und um Vergebung bitten. Er ist gut mit Worten, ganz besonders, wenn es um Schmeicheleien geht. Man empfängt ihn sicher mit offenen Armen. Somit hätten wir auch einen Spitzen. Ganz genau. Es sei denn, ihr hättet unseren Feind verschätzt. Wenn dem so ist, Charles es bemerken und fliehen. Es gewiegt und sie glaubt. Wenn wir fertig sind, gehe ich eine Woche nach New York. Höchste Zeit, dass ich mir das anschaue. Viele Whiskyflaschen und Frauen in Hosen, meint ihr? Was gäbe es denn sonst noch Sehenswertes? Gut, liebe Freunde, das heißt, wir können jetzt hier wieder mit der Indianerfrau reden und die nächste Mission starten. Und die werden wir uns dann in der nächsten Folge angucken. Also, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!